Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zurück hier bei Simrace TV. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir hier in dieser Rennserie, wir hatten schon mal ein kleineres Problem, gleich am Anfang, wo wir resizen mussten und weiß ich nicht was, die Skins und hin und her. Okay, am Anfang kann das passieren, aber hier hatten wir jetzt heute wirklich das Problem, dass wir die AIW ändern mussten, zusätzliche Plätze auf die Strecke bringen und ja, da ist unserem Streckenmodder leider ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Das eine Auto stand so weit weg von der Boxengasse, dass es vom Spiel beim Umschalten ins Rennen auf, ja, auf der Strecke gesehen wurde und damit sofort disqualifiziert. Weil dann logischerweise bei Rot dann aus der Box gefahren. Ja, und somit hat dann unser Christian Rückert, der ja ganz vieles auch macht, Skins und Strecke verändert und, hat dann mal ganz eben schnell die AIW noch geändert. Deswegen hat das jetzt nochmal 10 Minuten, Viertelstunde gedauert. Jetzt sind wir aber so weit, dass wir hier gleich starten können. Es sind jetzt bereits auch alle Fahrzeuge am Server und jetzt machen wir einfach nur nochmal schnell die Startaufstellung. Das dauert nur wenige Sekunden und dann können wir hier endlich den ersten Lauf hier in Brands Hatch beginnen. Wir müssen auch mal so langsam, weil ich habe keine Ahnung, wie ich meine Nerven noch länger beruhigen soll. Ja gut, also bei dir ist ja nun nach der ausgestandenen Krankheit des grippalen Infektes jetzt dann eine Nervenkrankheit, ist ja sicherlich jetzt auch nicht erstrebenswert. Und Nicht zu von vergessen, daher, die Entzugserscheinung. ja, genau. Eigentlich wäre es jetzt lustig gewesen, wenn wir die hätten so rausgeschickt, wie sie hier gejoint sind. Allerdings. Oh, das stimmte schon alles. Spannend. Das ist spannend zu sehen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber die Startaufstellung stimmt. Ja, jedenfalls laut Liste. Aber egal. Gut. Dann Du müsstest, geht's glaube ich, noch auf. einmal den R-Faktor Monitor starten. Kann das Jo. sein? Jo. Machen wir sofort. Oh, sollte laufen. Ach so, nee, Blödsinn. Bin ein kleiner Schlaubi. So, jetzt läuft er. Genau. So, und wir suchen uns jetzt mal hier. Ja, wollte gerade sagen, schalten die erste Kurve und lass uns zusehen, wie 40 Autos an uns vorbeifahren. Genau. Genau. Kommen wir doch einfach nochmal mindestens zu den ersten fünf Startreihen, um das nochmal zu wiederholen. Also Alex Rambo und ganz überraschend Achim Krause stehen in der ersten Absolut, ja. Startreihe. Also ganz überraschend war auf Achim Krause bezogen. Sascha Landgraf, Sandro Petrocello auf Platz 3 und 4 in der zweiten Startreihe. Die Startreihe mit Julian Siedenbiedel und Marco Meyer. Vierte Startreihe René Herzig und Thomas Wickler. Fünfte Startreihe Christian Rückert. So, und in der Folge haben wir, ich übernehme das jetzt Und mal gerade, Mario weil. Schiedi steht auch noch in der fünften. Was habe ich denn gesagt? Nur Christian Rückert. Echt? Ja, alleine steht er da nicht rum. Nein. Nö. Stimmt, aber ich dachte, ja gut. Okay. Ich lese mal den Rest noch vor, jetzt einfach in den Platzierungen. Platz 11 für Fred Dohnke, 12 für Edgar Ostermann, 13 Robert Stratner, 14 Andreas Borde, Mike Kolosche auf der 15, 16 Micha Wirz, Enrico Herzig auf der 17, auf der 18 Micha Beetz, 19 Andreas Oerlich, 20 Dennis Erner, 21 André Burger, 22 Dirk Sassmannshausen, 23 Maxi Wolter, 24 Thorsten Hohnadel, 25 Axel Schweiger, Phil Ostaszewski auf der 26, 27 Micha Wenzel, Frank Flipsen auf der 28, 29 Jürgen Engelhardt, Felix Appelt auf der 30, Ole Schulz auf der 31, Platz 32 für Lars Borkowski, 33 Daniel Streblo, Andreas Braun 34, Robin Hasse 35, Tom Krüger 36, 37 Steffen Streblo und Daniel Borowski auf der 38. So sieht das hier momentan aus. Jetzt gehen wir mal hier auf den Erstplatzierten. Und der Kurt hat es auch noch geschafft und steht hinten auf der 39. Ist er noch da? Ja, das Jo, ist ja ist noch schön. da. Also du bist bis Platz 31 gekommen, da ist dann das letzte Auto durch die Kurve gefahren. So lange hat das gedauert. Ja.
Ja, wie gesagt, also jetzt müssten wir tatsächlich mal, wo fährt denn der Edgar eigentlich? Wo steht denn der? Auf der 12. Auf der 12. Das ist, glaube ich, ein guter Startplatz hier. Obwohl, nee, ich glaube, wir sollten uns einfach die erste Kurve antun in der, mit der fixen Kamera. Aber Edgar Ostermann ist ja ähnlich, ein ähnlicher Blitzstarter wie René Herzig und Alex Rambo. Und von daher könnte das was, ja, könnte das die Position sein, wo es besonders spannend ist. Auch der René steht ja auf der 7, aber Genau. es ist der Weg nicht sehr lang bis zur ersten Kurve und da kannst du halt nicht viel riskieren. Du Ja. kannst da zwar zu zweit durch diese Kurve fahren, aber da müssen beide eben mitspielen. Richtig. Und ich sehe das hier gerade in der Übersicht, also da steht jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 zu 18 Autos stehen in der Startaufstellung und die letzten sind noch 7 Kurven zurück ungefähr. Aber es ist schon irre. Also dieses Fahrerfeld hier ist einfach einzigartig. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, wir sind im 5. Rennen und wir haben immer noch 40 Starter. Das ist so gegen jeden Trend, den du in jeder Liga verfolgst. Am Anfang sind alle euphorisch dabei und nach werden es weniger. Hier nicht. Ja, gut. Also dann ist das wohl, wir haben ja hier Maßnahmen gesucht, die die Leute dazu zu, ja, motivieren, nicht zwingen, so ein bisschen dabei zu bleiben. Und erstmal ist das hochexklusiv. Das heißt, hier kann man sich nicht registrieren und alles ein bisschen intern. Zum anderen haben wir von jedem Fahrer zu Beginn der Saison 50 € verlangt in einer Art Sicherungseinlage. Und dieses Geld wird einfach nur treuhänderisch verwaltet. Das bekommt niemand, sondern die Fahrer bekommen das zurück, wenn sie ein Minimum an Rennen pro Saison gefahren sind. Und für jedes Rennen, was sie darüber hinaus fehlen, bekommen sie Geld abgezogen. Und wenn sie mehr als 3 Rennen insgesamt fehlen, ist das Geld futsch. Und das hätten wir dann genommen für irgendwelche Preise oder sonst dergleichen Dinge, aber ich glaube, dazu wird es gar nicht kommen. Momentan sieht es jedenfalls nicht dazu und danach aus. Meines Wissens ist noch keiner dabei, der hier sein Limit überschritten hat. Und ja, wir werden mal sehen, wie sich das im Verlauf der Saison gestaltet und wenn sich das bewährt, dann werden wir das hier weiterhin zur Hand haben. Und das ist, glaube ich, eine recht gute Sache. Also es tut niemandem weh. Ich meine, klar, es gibt ein paar Leute, für die sind 50 € richtig viel Geld. Das ist auch, wie gesagt, keine Frage. Da haben wir teilweise auch Ausnahmeregelungen, die konnten das auch später dann schon mal einbezahlen und den Termin jetzt nicht unbedingt so zwingend halten oder solche Sachen haben wir da auch gemacht. Aber gerade die sind natürlich dann auch mit einem gewissen Ehrgeiz dabei und das hat bis jetzt trägt Früchte. Absolut, es war sicherlich ein Experiment, scheint aber wirklich zu funktionieren. Obwohl ich das nicht nur auf diesen Beitrag schieben würde, dass hier tatsächlich immer noch 40 Fahrer am Start sind, sondern einfach auch darauf, was hier veranstaltet wird. Du hast gesagt, es ist exklusiv, aber auch unabhängig davon ist das einfach ganz, ganz genialer Motorsport virtuell, der hier gefahren wird, wo einfach, glaube ich, jeder unheimlich viel Spaß hat, nur dabei zu sein. Ja, das ist richtig. Aber wie es natürlich in jedem Rennen ist, jetzt guck dir das an, wir stehen hier, ich weiß jetzt nicht, wie lange schon, aber das nimmt gar kein Ende. Natürlich ist es wie auch in jeder Form Motorsport, dass man irgendwann mal gefrustet ist, wenn es mal nicht so läuft. Ne? Und wenn das 2, 3 Rennen hintereinander passiert, das ist ja eigentlich immer die Hauptursache dafür, dass jemand eine Rennserie sausen lässt, dass er einfach nicht mehr motiviert ist, weil er keine Chance mehr hat, auf irgendetwas zu erreichen, was er sich vorgenommen hat. Hier geht es wirklich darum, wir haben jetzt sogar noch eine zweite Wertung ab dem nächsten Rennen. Das hatten wir vorhin schon mal ansatzweise erwähnt. Also es ist dann so, dass hier für die Fahrer, die bis zu dem inklusive des heutigen Rennens nicht mehr als 15 Punkte haben oder noch, ja, logischerweise noch gar keine Punkte, dass diese Fahrer dann eine gesonderte Wertung kommen. Und das ist dann der Gentleman's Cup. Und ja, und in dieser Wertung, die wird halt separat prämiert dann oder geehrt, sagen wir mal, prämiert ist ja nur wirklich das falsche Wort. Naja, und dann werden wir mal gucken, was im Großen und Ganzen dann dabei rauskommt. So. Jetzt sind wir hier bei Platz 7 hier bei René Herzig im Jägermeister Porsche. Jetzt schaltet das
um und jetzt sollten jeden Augenblick die Ampeln kommen. Da sind sie. Oh Mann. Und auf geht's hier. Und herzlich, und tatsächlich. Ja. Hammerstart. Einen hat er versägen können. Die Frage ist, passt. Oh, der holt sich die beiden noch. Der holt sich die beiden noch. Und zwar Ast rein gemacht. Ups, jetzt verschwinden die da vorne alle. Ja, aber Lots. Die kommen alle durch die erste Kurve. Unglaublich. Ja, ist nichts passiert. Also doch, hier hat es langsamer. Ja, ja. Da hat es wohl ein bisschen. So, und Herzig hat hier auch gleich Fight mit Christian Rückert. Oder ist das Wickler? Das muss man direkt mal schauen. Nee, es ist Rückert. Also Rückert tatsächlich. Fahren auch bis auf die 4. Ja. Er muss auch einen Mega-Start hingelegt haben, von 9 bis auf die 4. Und Achim Krause hat sie auf der 2 gehalten, direkt vor seinem Teamkollegen Sascha Landgraf. Ja, der wird ihn auch ein bisschen abgeschirmt haben, das könnte ich mir vorstellen. So, jetzt gucken wir mal nach vorne erstmal. Klar, der Alex ist hier erstmal vorne weg, aber hat noch nicht die anderthalb Sekunden Vorsprung, die er nach einer halben Runde normalerweise hat. Ja. Also auch Krause muss sehr, sehr gut gestartet sein. Wir haben einen kleinen Abriss von Platz 17 nach Platz 18. Da sind es irgendwie 10 Sekunden. Da scheint dann im hinteren Feld doch ein bisschen was passiert zu sein. Ja, das war, glaube ich, die Lücke, die wir da gesehen haben. Das ging mir ein bisschen zu schnell. So, wir lassen das hier einfach mal laufen, hier unter dem Yokohama-Bogen durch. Genau. Aber guckt euch das an, das hört überhaupt gar nicht auf. So, jetzt kommt hier der kleine Abriss. Da kommt nochmal ein einzelnes Auto und jetzt geht's weiter. Aber wenn wir jetzt noch 10 Sekunden warten, kommt ja Alex wieder. Genau. So, wir gucken mal zu Sascha Landgraf. Der war nämlich eben zwischenzeitlich mal vorbei an Achim Krause. Also da ist jetzt auch eine größere Lücke. Ich denke mal, der wird da irgendeinen Angriff versucht haben. René Herzig hat so seine liebe Mühe, an Christian Rückert dran zu bleiben. Fährt jetzt auf 5. Also war ja vom Start vorgefahren von 7 auf 4. Aber Rückert hat es noch ein bisschen besser gemacht und ist auch noch an Herzig vorbeigegangen. So, ja, jetzt. Rückert macht richtig Druck vorne auf den Sascha. Ja, das gucken wir uns mal an, da ist er auch schon vorbei. Allerdings die Frage, ob es da nicht einen Konter gibt. Nee. Versuchten, aber hat nichts gebracht. Also Rückert fährt hier gerade mal wie entfesselt. Wahnsinn, habe ich vorhin noch behauptet, da kann man nicht ausbremsen. Danke Christian, du hast es widerlegt. So, gehen wir mal ein Stück weiter hinter. René Herzig haben wir jetzt hier lang genug gehabt und jetzt haben wir natürlich wieder unsere tolle Gruppe ab Platz 6. Julian Siedenbiedl auf der 6, auf der 7, Sandro Petrucello, der hat wohl ein bisschen verloren. Mario Schili ist von 10 auf 8 vorgekommen. Genau. Dahinter aber den Robert Stratner, der auch ein bisschen nach vorne gefahren ist. Der schon wieder ganz alleine fährt. Unglaublich. Ja. Wer zurückgefahren ist, ist der Marco Meyer auf der 17. Ja. Dann, den haben wir dann wahrscheinlich beim Umschalten von René Herzig dann zur Spitze, den haben wir den irgendwo verpasst. Achso, ja, bei 40 Autos. Der Ole Schulz ist raus, sehe ich gerade. Aber bei 40 Autos kannst du einfach nicht alles sehen. Ja. Ja, sehr schade für den Ole, weil das ist der Teamkollege vom Julian Siedenbiedl. Und da. Die Jungs haben schon auch noch ein bisschen in der Fall in der Teamwertung können die ein bisschen was reißen, wenn sie beide Punkte einfahren. So, Enrico Herzig, hier haben wir den Gaststarter Edgar Ostermann, der ist tatsächlich auf 12 geblieben. So, und hier geht es dann gerade mal richtig zur Sache. Thorsten Hohenadel und Andreas Hörlich, genau. Upsala, und da steht Ostermann im Kies. Ja, der fährt jetzt erstmal zurück in den Kies und kann wahrscheinlich erstmal 30 Sekunden warten, ja, bis alle vorbeigefahren sind. Ganz bitter, so eine Sache, ganz bitter. Ja. Aber gerade als Wildcard-Fahrer kannst du eigentlich nichts anderes machen. Ui, hier eine große Linie durch die Wiese. Und bleibt noch vorne? Nein. Ja, doch, ja. Er kann sich zumindest auf der Innenseite behaupten, aber jetzt verliert er. Jetzt verliert er und später Gas geben. Rambo fährt gerade mal eine schnellste Rennrunde nach der anderen. 26er Zeiten, 26,4, das sind nahezu Quali-Zeiten. Das hätte für die ersten beiden Startreihen gereicht, ja. Ja. Sagen wir mal so, hat er ja vielleicht vergessen, sein Brennsetup zu laden. Wäre ja mal nicht schlecht. Mal gucken, ob er in die Box kommt.
So, da haben wir schon wieder was Gelbes gesehen im Ausritt. Da haben wir nämlich, das war der Jürgen Engelhardt. Genau. Bleibt aber noch auf der 18. Wir schalten hier schon eine halbe Stunde, sind trotzdem erstmal bis Platz 18. Da kommen nochmal 15. 12. So, Felix Appelt hier. Und hier natürlich auch eine Mördergruppe hier dahinter mit Axel Schweiger, mit Phil Ostaschewski, der jetzt hier attackiert wird von Kai Matt. Oh. Ja, ganz sauber gemacht. Die Jungs respektieren sich, die lassen sich Platz. Das macht so viel Spaß, das zuzuschauen. Ja, vor allem auch noch auf den hinteren Positionen. Also, oder sag mal, hier ist es ja Mittelfeld um die Position 20. Das ist Wahnsinn. Ja. So, da haben wir den Daniel Streblow. Wo ist eigentlich der Steffen? Achso, nee, Daniel war der schnellere, klar, genau. Wo ist der eigentlich so weit hinten? Hatte der Quali-Verbot? Glaube, ja, irgendwas war da. Dann ist er natürlich gut nach vorne gekommen. Micha Wirz hier auf der 24. So, und ich glaube, den Edgar haben wir jetzt auf der 25. Dann hat er doch nicht das ganze Feld passieren lassen müssen. Ja, da gab es eine kleine Lücke, da hat er Ja, natürlich genau. eingestochen, so wie wir ihn Ja. kennen. Genau. Lars Pokowski auf 26, 27, Dirk Sassmannshausen, 28, André Burger, Kurt Mildenberger auf der 29, Thomas Wickler auf der 30. Der muss auch irgendwo. Nee, sag mal, der hat doch gar kein Quali gefahren, ne? Genau. Doch, 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 der Thomas Wickler war in den Top 10. Ja, stimmt. Zu 8. Ja, dann muss auch der, ich denke mal, dann ist der sich irgendwie mit dem Sandro ins Gehege gekommen. Frank Flipsen, 32, 33, Robin Hasse, er hatte Quali-Verbot, 34, Andreas Borde, Tom Krüger, 35, 36, Dennis Erner, oh, dem muss auch was passiert sein, der ist von 20 gestartet. Ja, der hat, glaube ich, direkt in der ersten Runde einen Zwischenfall. Das habe ich irgendwie so Oh, am und hier Timing sehen wir den gesehen. Zwischenfall. Ja. Michael Wenzel. Eine großzügige Kühlung. Ja, aber ganz großzügig. So, bloß noch den Heckflügel umdrehen, damit die Luft auch da ankommt. So, und. Oh, jetzt habe ich gedacht, gerade Alex Rambo wäre raus. Ganz kurz. Ole Schulz draußen. Und das müsste Simrest TV sein. So, jetzt gehen wir mal hin hier zum Führenden. Der hat natürlich jetzt schon seinen Respektabstand auf Platz 2. Und auch der hat doch ein bisschen was rausgefahren auf Christian Rückert, der mittlerweile auf die 3 vorgefahren ist. Ja, der René ist auf die 4 vorgefahren, der Julian auf die 5, der Ja, da Sascha fehlt. ist zurückgefahren bis auf die 9. Ja, da muss was passiert sein. Da hat der Sascha mit Sicherheit einen Fehler gemacht, weil im wirklichen Zweikampffahrer nicht. Oh, Da da liegt riecht was was. Grünes. Dennis Erner. Ja, im Zweifelfall der immer Dennis Erner. So, und hier die beiden sind sicherlich noch mit, oder die drei hier noch mit am spannendsten im vorderen Feld. Ich glaube auch dahinter. Der Robert und der Sascha. Oh ja, Robert Stratner. Platz 8. Es gibt mir schwer zu denken. Sollte der sich zum ersten Drittel der Saison dann jetzt doch noch performancemäßig gefangen haben, hat er jetzt wieder ein vernünftiges Lenkrad oder nicht? Oder doch? Wir wissen es nicht. Aber wir werden es an den Ergebnissen sehen. Weil normalerweise ist er ein Top-5-Fahrer gewesen. Ist auch Vizemeister. Nee, ich glaube, dritter Meisterschaft war er letztes Jahr. Und von daher hätte er. Sollte er eigentlich weiter vorne fahren. Er war sehr enttäuschend, die ersten Rennen, lag aber wirklich an geänderter Hardware, mit der er einfach nicht klargekommen ist. Oder er gewöhnt sich so langsam dran. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier vergessen, was einzuschalten. So. Ich schaue mir gerade die Zeiten an. Der Sascha Landgraf ist in der sechsten Runde 1, nee, in der fünften Runde 1,34 gefahren, Ja. hat da 6 Sekunden verloren. Also das wird wohl der Grund gewesen sein, wo die Runde gewesen sein, wo er so viele Plätze verloren hat. Aber der will natürlich wieder nach vorne. Genau wie vorne der Sandro. Das sieht man dann so aus dem am Bildschirmrand. Der muss, glaube ich, auch dem Julian ziemlich im Heck hängen. Ja. Aber es ist natürlich wieder das gleiche Problem. Ne? 40 Leute auf der Strecke, wo willst du hinschalten? Erfahrungsgemäß, wenn wir den Überholvorgang provozieren wollen, schalten wir von demjenigen weg. Ne? Genau so sieht's aus.
Vor allem, wenn man dazu, meistens ist ja so, gerade wenn man den Achim Krause, wenn man den so oft im Bild hat, dann baut er ja irgendwelchen Mist. Ja, Fred thront ja aktuell auf der 10, was die Pole Position bedeuten würde für den zweiten Lauf. Das wäre natürlich auch ein Knaller. Ja, der Fred hat sich tatsächlich auch bisschen etabliert, so was die Arbeit neben der Rennstrecke betrifft. Er hat jetzt mit dem Robert erstmalig, hat dem Robert geholfen bei den Rennauswertungen, wird wohl ja auch so ein bisschen jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, den Gentleman's Cup begleiten oder betreuen. Das muss ich nochmal genauer hinterfragen, was da jetzt genau seine Aufgabe wird. Finde ich schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. So, Andreas Oerlich, also hier ist momentan jetzt nicht so wahnsinnig die Action. Lass uns mal vorne auf die 6 schalten. Ja. Genau, hier brennt es wie immer am meisten. Platz 4 bis 8, das sind immer so die Positionen, wo sich eigentlich so die Elite trifft. Ich meine, René Herzig, Julian Siedenbiedel und Sandro Petrocello, es sind auch schon Namen, ne? Die haben sich, denke ich mal, genug Bekanntheit Ja, erfahren. definitiv. Aber Ja, Marco. vorne, der Christian Rückert hängt dem Achim Krause auch ganz schön im Heck, wenn ich das so richtig sehe. Das ist auch gerade mal eine halbe Sekunde. Ah, Ja, das ist ist ein noch wieder ein bisschen bisschen mehr. mehr. Das ist ein bisschen mehr. Aber wir kennen den Achim. Also, wenn er fehlerfrei bleibt, dann behält er den Platz. Also, da bin ich mir relativ sicher. Und ja. Wenn wir mal schauen. Ich meine, der fährt mal einfach im Quali 2 Zehntel langsamer als Alex Rambo. Und das war schon ziemlich deutlich. Ich meine, klar, Rückert ist auch kein langsamer oder kein Nasenbohrer. Also von daher, die sind schon auf einem Level. Also ich kann mir aber vorstellen, dass der Krause den Rückert hinter sich hält. Wenn er nicht wieder nervös wird. Genau, das ist der Punkt. Also der Achim ist sicherlich für guten Speed bekannt, aber auch für, das kenne ich auch von mir, mal für die ein oder andere Einlage. Richtig, vor allem immer dann, wenn's das erste Mal richtig gut laufen kann, dann ist er immer, dann brauche ich. Ich erinnere mich noch an, was war das? War das Ausschussleben? Nee, was war denn das letztes Jahr, wo er wirklich hinter König war und ja, wo er mit Rambo gefightet hat. Kannst du den sehen? Wo er rausgefahren ist, ich glaube, das war Monza oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da ist er dann aus irgendeiner Kurve ein bisschen weit rausgekommen. Oder Einsring war das, ist auch egal. Und dann hat er dadurch den Platz verloren. Hätte er Zweiter werden können. Ja, der René kann sich so ein bisschen vorne halten, nur die Sekunde dahinter. Ja, aber Und der. die bleiben alle in dem Abstand hier. Aber stopp, start mal bitte schnell zum Robert. Auf. Ja, da 8, 9. Die sind nämlich nebeneinander gerade gewesen. Ja, und die haben sich ja schon seit Jahren lieb, die beiden. Ja, wer unser Rennen hier verfolgt, der kennt den Spitznamen von Robert, The Wall. Also an dem vorbeizukommen, das ist die hohe Kunst. Das ist so wie mit einem 18-Tonner durch den Nadel, oder? Genau. Ja, vor allem ist ja die Strecke wirklich, wenn man hier Kampflinie fährt, egal wie langsam man ist, man hat keine Chance, irgendwie nochmal außenrum vorbeizukommen. Es geht einfach nicht. Und, Entschuldigung. Nee, geht nicht. Du Ja, verlierst es die geht am wirklich Ende, ne? nicht. Und Genau. Ja, seitdem Landgraf letztes Jahr in Monza in der Parabolica außenrum überholt hat, zweimal hintereinander, sage ich da nichts mehr zu. So, wenn ich es jemandem zutraue, dann Sascha Landgraf. ja, Kurt Mildenberger und Tom Krüger sind mittlerweile auch ausgeschieden, leider. Ja. Ja, und Aber die. Steffen Streblo left the game aus irgendwelchen Gründen. Oh, auch sehr ärgerlich. Aber die Strecke ist tückisch, wenn du so nah hinterherfährst wie der Sascha, du siehst die entscheidenden Punkte einfach nicht. Und du hast hier ganz, ganz viele Stellen, wo du wirklich
den Einlenkpunkt nicht verpassen darfst. Und dann gehört hier die erste Kurve zum Beispiel schon zu, weil du siehst, du fährst diese leichte Kuppe hoch und dann geht es rechts runter. Und dann musst du den richtigen Einlenkpunkt finden, weil wenn du zu viel auf den Curbs hier bist, bist du sofort links im Dreck und bist du zu spät, bist du hier im Dreck. Also wenn du das nicht siehst, ist das eine ganz, ganz heikle Aufgabe. Weil so richtig nah dran, so wie jetzt, kannst du fast kaum an einer Stelle fahren, um danach noch sicher um die Kurven zu kommen. Ja. Aber jetzt hatte der Robert einen kleinen Wackler. Reicht aber nicht. Aber das sind die Situationen, die brauchst du. Ne? Den Vordermann so ein bisschen mal auf die Wiese drängen, damit er ein bisschen Traktions verliert und dann kannst du dich vielleicht mal daneben quetschen. Oder, Christian hat es ja gezeigt, man kann hier auch ausbremsen. Ja, ich glaube, da brauchst du aber schon einen gewissen Geschwindigkeitsüberschuss. Ja, da musst du schon daneben sein. Also du kannst da nicht 3 Meter später bremsen, weil du bremst nur 10 Meter. Ja. Aber jetzt ist er mal richtig nah dran. Das ist ja jetzt eine ganz, ganz heikle Stelle, weil du siehst nichts und fährst jetzt blind über die Kuppe. Ja, jetzt musst du genau das machen, was dein Vordermann auch macht. Genau, in den Dreck fahren und fährst hinterher. Ja, genau. Aber es ist typisch wieder Robert, ne? Der hat die Ruhe weg. Und am letzten Leben bestimmt ein Schweizer. Ja, Österreicher, die sind auch nicht unbedingt schneller, aufgeregter. Aber so, jetzt hier Landkraft außen rum. Das, was ich gesagt habe, genau das gleiche wie letztes Jahr in der Parabolica. Und jetzt kommt er hier in Dreck. Und Straten aber auch. Oh. Das ist auch in Dreck gewesen. Unglaublich. Ja, das sind die Manöver, die wir sehen wollen. Wahnsinn. Ja, was ein Wahnsinn. Unglaublich. Ah, herrlich. Ja, der wird sich jetzt wieder absetzen. Also wer so eng hinterherfahren kann, der ist schneller. Gerade auf so einer Strecke hier. Ja, ist noch die Frage. Also. Ja, Robert hat in dieser Saison bisher nicht durch absoluten Topspeed, also durch gute Zeiten überzeugt, also mehr durch Konstant. Ja. Und man sieht es auch jetzt hier schon, der Sascha fährt sofort ein paar Meter raus. Wenn er es jetzt nicht übertreibt, wird er die Lücke auffahren. Wer kommt dahinter, hinterm Robert? Was ist immer noch Fred Dohnke, immer noch auf der 10. Im hinteren Feld ist Kai Matt jetzt leider ausgeschieden. Switch doch mal bitte auf die 19. Ja. Oh, da fährt Enrico Herzig und dahinter haben wir Micha Würz und Bill Ostaszewski ist schon ein bisschen weiter weg. Ja, sah im Timing noch ein bisschen enger aus. Schade. Aber hier ist es eng. Felix Appelt macht hier Jagd auf Micha Beetz. Ja, Thomas Wickler auf der 24, den haben wir diese Saison schon mehrfach gehört. Ja, dem wird wohl irgendwas passiert sein, denke ich mal. Hast du gerade im Sturm gestanden? Nee, ich glaube, ich habe das Mikrofon gepustet. So, und der ist aber hier richtig dran an Jürgen vorbei. Und vorbei, genau. Da muss der Jürgen mal mitgespielt haben, weil der war auf der inneren Linie. Oh, gucken wir mal. Oh, geht nicht, schade. Ups, und da ist er auch wieder ein bisschen im Gras, aber das kann er verwalten hier. Jetzt geht's in Richtung Edgar Ostermann. Ja, komisch, dass der Edgar hier nicht mehr reißt. Also, ja, er hat auch oft Pech gehabt. Also wenn ich hier die Strafenauswertung gelesen habe von Monaco, da ist er ja beides mal in der ersten Kurve getroffen worden. Ja, da fährst du kein Ergebnis ein. Ja, das ist richtig. Boah, das ist aber jetzt schon ziemlich grenzwertig, was der Thomas hier macht. Ja, der hat das bekannte Messer zwischen den Zähnen. Ja, ja, definitiv. So, und jetzt sind wir dann tatsächlich hier bei Robin Hasse. Der gegen André Burger fightet und hinter sich noch den Axel Schweiger hat, den Teamkollegen von Robert Stratner.
So, und da vorne, Christian Rückert fährt nach wie vor so um die 7 Zehntel. Kommt mir jetzt aber ein bisschen sehr konstant vor, was mir hier angezeigt wird. Oh ne, das ist immer noch derselbe Abstand. Das ist mehr als 7 Zehntel. Ich glaube, enger ist es um Platz 5, 6 und 7. So, dann gucken wir mal, genau so sieht's aus. Aber es ist die ganze Zeit schon, obwohl, Ja. wenn ich mich nicht ganz irre, muss der Mario Schilli am Sandro Petrocelli vorbei Ja, sein. richtig, richtig. Der war, also als wir das letzte Mal da waren, der auf 8. Ist auch noch irgendeiner verlustig gegangen da aus der Truppe? Nee, 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 ist nicht, ist nicht, ist nicht. Aber wenn du mal schaust, die ersten drei. Ja, gut, den Alex lassen wir jetzt mal weg. Die ersten zwei, also Hinterrambo, Achim Krause und Christian Rückert, die ja noch sehr dicht beieinander sind. Dann kommt aber eine große Lücke zu René Herzig. Absolut. Ich denke mal, der René hat hier auch nicht den riesen Topspeed, aber er hat das Glück, dass der Julian sich hier mächtig breit machen muss. Der hatte vorhin den Sandro hinter sich, jetzt hatte den Mario. Der kann die ganze Zeit frei fahren. Er hat immer den Rückspiegel im Auge. Und ich schaue auch gerade mal, wenn man sich auf die Zeiten schaut, der Christian Rückert fährt kontinuierlich eine 1,27 nach der anderen. Und der René Herzig 1,28er. Also mal zwischendurch eine hohe 27er, aber dann bist du jede Runde eine Sekunde langsamer und das ist der Unterschied oder der Abstand, den sie hier haben. Ja, so, jetzt ist er hier deutlich besser durch die Kurve gekommen. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob er das nutzen kann, ob er da jetzt ein bisschen Zeit gut machen kann. Also etwas näher rangekommen ist er. Und ich glaube, auch das war sauberer. Das definitiv. Ist das definitiv, genau, und dann ist er dran. Und dass wir die Einstellung jetzt hier gerade mal hatten. Ja, konnte man schön sehen. Ne? Jetzt hat er wieder einen kleinen Quersteher vorne. Ja, ich denke mal, die Reifen werden hier arg strapaziert auf der Strecke. Natürlich. Schon allein durch das Gehuppel und diese abfallenden Kurven. Schnellen Kurven vor allem. Oh, die sind so oft in der Luft. Eigentlich müsste der Verschleiß geringer sein. Ja. Ja, und Petrocello hat auch gerade seine persönlich beste Rundenzeit gefahren. Und er fährt noch dahinter. Ja. Ja, Chili macht hier echt Druck. Also, hast du, wie der sich entwickelt hat? Letztes Jahr noch permanent Pech. Ständig irgendwelche Ausfälle, Unfälle, was auch immer, Aber Disconnects und. jetzt ist er richtig dran. Entschuldige mich, der. Ja, ist völlig okay. Er macht richtig Druck und der Julian geht auch darauf ein. Siehst du, der ist hier wieder Ja. 3, 4 Meter zu spät und verliert dadurch Schwung. Also Ja. es ist so, wie es aussieht, nur noch eine Frage der Zeit, bis der Julian den größeren Fehler macht und der Mario sich da vorbeiquetscht. Er zeigt sich jetzt auch schon mal. Also klasse, also wirklich, wirklich toll, was der Mario hier zeigt. Und dass der Julian nicht mehr richtig schnell ist, sieht man eben auch daran, dass der Sandro jetzt auch noch aufschließt. Ne? Ja, richtig. Das ist natürlich jetzt auch eine ganz, ganz schwierige Situation für den Mario. Der macht richtig Druck nach vorne, muss aber trotzdem immer ein Auge im Rückspiegel haben. Das Ja. ist schon klasse. Ja, diese Kurve hier, das ist der Brüller, wirklich. Also dieser Balanceakt auf diesem Curb, also unglaublich. Ist schon wieder der kleine Und Fehler vom ja. Julian. Ja. Da geht sofort auf die Kampflinie. Oh, jetzt Oh, könnte das aber verspielt haben. jetzt. Jetzt muss er dagegen halten und jetzt ist er durch. Jetzt hätte er sich sogar ein bisschen anlehnen Jetzt dürfen. guck dir den Sandro an. Ja. Guck dir den Sandro an. Ja, was ein Bild hier, zu dritt. Oh, und Chili ist dahinter. Chili verliert sogar noch eine Position hier. Ja, er muss zum Kurvenausgang sicherlich mal kurz lüpfen, damit er sich nicht bei dem Ja. Julian anlehnt. Oh, Wahnsinn. Und der Sandro kam von hinten mit Topspeed. Also genial gemacht, genial Ja. gemacht.
Auch der Julian vorhin ging auf Kampflinie, da ging er wieder so 3-4 Meter davon weg, um die Kurve besser anfahren zu können. Und das war genau in die Lücke, wo der Mario reingestochen ist. Eigentlich klasse gemacht, aber der Julian hat dann noch gut dagegen gehalten. Ja. Und der Sandro hat sich irgendwie an die freudigen Hände geklatscht. Ja, ja, Fäustchen gerieben, na genau. Das ist unglaublich. Weil das hier ist noch nicht zu Ende. Der Julian ist meiner Meinung nach der langsamste von den dreien hier. Ja, aber Mario hat jetzt so einen kleinen Abriss hier. Den gehen wir mal. Du verlierst natürlich auch den Rhythmus durch so eine Aktion. Ne? Ja, klar, logisch. Und jetzt gucken wir mal, was der Sandro hier macht. So, und da kommt sogar noch der Sascha. Ist das der Sascha Landgraf dahinter? Und jetzt gibt es hier einen Angriff. Oh, zu zweit. Oh, außen rum. Nee, oh, jetzt verliert er hier fast das Auto. Und Chili holt sich die Position zurück. Genau. Wo habe ich meine Presto-Fanfare? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. So, und Landgraf ist natürlich jetzt auch mit dabei in dieser Gruppe. Und weißt du, wer am besten oder am meisten davon profitiert? Der René. Ja. Der kann sie jetzt da vorne Sekunden rausfahren. Ja. Und den vierten Platz festigen. Ach, sieh den Pulke an. Ich meine, wir sind 3 Runden vor Schluss. Thomas Wickler, nur mal so am Rande, ist mittlerweile auf die 18 vorgefahren von 24. Da war er, als wir das letzte Mal bei ihm waren. Ja. Ja, ist doch mal eine coole Kombi jetzt hier, ne? Der langsamste der vier vorne, der schnellste der vier. Oh, jetzt gibt's hier einen Angriff! Genau. Sascha Landgraf geht jetzt hier auch außen vorbei an Sandro Petrocello und da kommt noch ein Überrunde da oder zumindest ein havariertes Fahrzeug. BMS-Auto. Ich glaube, der Sandro weiß gerade gar nicht, wie ihm geschieht. Ja, nee, ich glaube es auch nicht. Er macht einen genialen Platz gut, dann verliert er wieder 2 Plätze. Ja. Ich glaube, wir sollten heute das Interview ab Platz 4 machen. 4, 5 und 6 oder 5, 6 und 7. Die ersten 3 waren nur langweilig davor. Ja, ja. Ja gut, aber der Christian Rückert ist jetzt auch eine halbe Sekunde dran. Oh, jetzt wird's. Nee. Guck dir das an, da kommt der Angriff, da kommt der. Oh, der gibt's. Und jetzt hat er es überreizt. Ja. Ja, das war die Konsequenz daraus. Aber dieses vor, zurück, da hast du irgendwann einen Halt. Ja. Na, das ist jetzt übertrieben. Zum Glück hat er den Sascha nicht mitgerissen. Jetzt kommt der nächste Überrundete da vorne. Wir sind aber auch in der vorletzten Runde. Ja, der Alex ist gerade in die letzte reingegangen, ja. Und wir gehen mal. Nee, das hat sich aber erledigt hier jetzt. Das sind jetzt wieder 1,3 Sekunden. Also da ist irgendwie hat er da. Da war mal ganz kurz. Nein! Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ja, klar habe ich das richtig gesehen. Achim verbremst sich da gerade. Achim verbremst sich wieder mal in der letzten Runde. Da war noch einer. Da, nicht, dass der sich mit dem Überrundeten angelegt hat. Nee, ich krieg leider kein Replay hier. Du konntest im Hintergrund sehen, dass einer quer über die Strecke wieder an die Wiese ist. Ja, irgendwas habe ich gesehen. Aber oh, ich meine. Mega bitter. Ja. Oh Mann, wird der schimpfen. Oh, wird der schimpfen. Ja, wir werden es gleich live hören. Ja. Fred Dunke, der zu übrigens so lange. Upsala! Auf der 10 lag es. Christian, sorry. Ja, sorry. Es ist überschlagen sich gerade hier die Eier. Ja, nee, hat sich entspannt, die Situation. Christian Rückert hier echt mit Handling-Problemen gerade. Also zurück auf die 24, nicht mehr auf Platz 10. Auf Platz 10 haben wir aktuell den Sascha Landgraf, der gerade zurückfällt. Andreas Oerlich ist nämlich vorbeigegangen. Oh, da fehlt ein bisschen was, und zwar samt Splitter. Ouch. Und herzlichen Glückwunsch an, hätten wir es schon fast verpasst, ja, an Alex Rambo. Platz 2 für Christian Rückert und kurz dahinter Achim Krause. So, dann switch mal schnell nach hinten durch. Ja, der René hat's, und guckt hier die an, die Jungs fahren immer noch nebeneinander. Nee, das war glaube ich eine Rundung. Aber Gott sei Dank. Was ist mit dem Sascha? Hält er sich auf der 10? Ja. Ja, Robert Stratmann muss ja fast Glückwunsch sagen. Platz 8.
Da kommt er ans Ziel. Platz 9 für Andreas Oerlich. Wollen wir die anderen nicht unterschlagen. Platz 4 René Herzig, 5 Julian Siebenbiedel, 6 Mario Schili, 7 Sandro Petricello, 8 Robert Stratner, 9 Andreas Oerlich. Richtig 10, eng für den Sascha. Oh. Ah, er ist durchs Ziel gekommen. Ah. Ja. Nee, er ist durch. Ja, aber Halleluja. Platz 11 für Mike Kolosche, 12 Daniel Streblo. Der ist noch auf die 12 gefahren. Der ist vom letzten Startplatz gestartet. Ja. Micha Beetz, 13. Auch eine sehr gute Platzierung für den Micha, glaube ich. Platz 14, Micha Würz. Felix Appelt auf der 15, auf der 16 Enrico Herzig, 17 Robin Hasse, 18 Thomas Wickler, 19 hier im Kies Maxi Wolter, Edgar Ostermann auf der 20, Phil Ostaschewski 21, André Burger 22, 23, Axel Schweiger 24, Fred Donke 25, Dirk Sassmannshausen 26, Andreas Braun 27, Andreas Borde, Lars Borkowski auf der 28, 29, Jürgen Engelhardt 30, Dennis Erner 31, Micha Wenzel 32, Frank Flipsen, Thorsten Hohenadel auf der 33, der erste der Ausgeschiedenen, auch noch ausgeschieden, Marco Meyer, Kai Matt, Kurt Mildenberger, Tom Krüger und Ole Schulz. Respekt, du hast die ganze Liste vorgelesen. Ja, habe ich mir jetzt gegönnt, weil ich jetzt nicht wusste, ob du jetzt da gerade guckst oder nicht guckst, weil du noch so fest mit dem Sascha beschäftigt warst. Dafür sind wir ja zu zweit. Genau. Ja, hat der Sascha noch riesig Glück gehabt. Ich meine, ohne Frontlippe, Frontspoiler, Schürze, dann noch auf die Pole zu fahren für den zweiten Lauf, ist noch, ja, nochmal eben gut ausgegangen für ihn. Definitiv. Oder kommen immer noch welche? Aber mit dem Achim ist natürlich ganz heikel. Also ich meine, da wirklich noch jemand gesehen zu haben, der wird irgendeinen Vorfall gehabt haben. Ja. Missverständnis oder sonst was. Und schmeißt dadurch seinen zweiten Platz weg. Da freue ich mich gleich schon aufs Interview. Es ist gut, dass es im ersten Rennen passiert ist. Hat er sich bis zum Interview dann vielleicht noch einigermaßen, sei denn im zweiten passiert noch größerer Mist. So, Garagen sind zu. Da kommt noch einer. Hoppala, der hat auch noch ein Problem mit der Boxeneinfahrt. Aber lässt wenigstens Auto ganz. Ich glaube, das wird's. Wolter, genau. So, meine Damen und Herren. Dürfte jetzt soweit. Dürften alle im Ziel sein. Wir starten die Startaufstellung neu. Ja, die diskutieren jetzt gerade. Herr Rückert mit. Fragt, was mit Achim los war. Achim antwortet nicht, das sagt eigentlich alles. Ja. Ja gut, dann machen wir das Ganze neu. Genau, noch einmal wieder ein bisschen tief durchatmen. Wow. Ja, was ein Rennen. Also das muss ich ja mal sagen, das war ja mal wirklich großartig. Ja, wieder mal. Ja, für den ersten Lauf diesmal wirklich richtig viel Action. So hat er die schon alle richtig hingestellt? Nee, schade. Wäre ja gut gewesen. So, dann gehen wir auch gleich da, wo wir hin müssen, bevor wir die Startaufstellung ändern, nämlich ins Warm-up zum zweiten Lauf, der in, ja, dann, ich glaube,
ja, so spätestens 10 Minuten starten wird. Einmal aktualisieren lassen, das ganze Feld hier. Ja, aber der Alex wieder keine Schwäche gezeigt. Ne? Hat direkt wieder den Vorsprung rausgefahren und wieder Alex, kontrolliert. Alex wer? Axel. Axel, nicht Alex. Axel. Nee, Alex, ich, Alex, nee, doch, schon Hamburg. Alex ist, ja, aber wer ist das? Ah, okay. Kenne ich nicht. Der dessen Zieldurchfahrt wir immer verpassen. Also, ja, genau, der ist zu schnell. Also, ja. Genau. Schön. Hier mal die Startaufstellung. So, und somit, ich glaube, der Sascha hat das mit Absicht gemacht, oder? Meinst du, um sich auf Pol zu stellen? Nein, Nee. nee, ich kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, aber naja. Jedenfalls hat es gut gepasst. Um da noch ein bisschen Dramatik reinzubringen, auch noch vorne, sich die Frontschürze abfahren und nee. Nee, glaube ich auch nicht. So, irgendwie fehlt uns die Position 35. Wer ist das? Keimat. Ja, der hat ja vorher noch einen Disconnect. Er ist aber da. Ach, das haben wir wieder das Problem, dass der nicht. Da ist, wo er hingehört. Andreas Bohr ist auch gerade raus. Ja gut, der war eh ziemlich weit hinten, von daher ist das auch relativ Banane. Ja, gut. Dann schalten wir mal wieder auf die Rennstrecke, um hier mal noch die letzten 2,75 Minuten des Warm-ups zu zeigen. Wo haben wir denn unser wunderschönes Tool? Da haben wir es. Genau. Ja, großartige Geschichte. Ja, unbedingt. Also, wow, ich weiß schon, warum ich Entzugserscheinungen hatte. Echt? Ja. Ja, das freut mich zu hören. Ja. Ja, heute guckt man uns sogar aus Dubai zu, weil dein Vertreter für das letzte Rennen, der fährt ja da jetzt. Ja, schön. Ja, und ja, Olli Hönig, mal hier noch von hier aus nochmal viel Glück. Also sieh zu, dass du die Karre da heile ins Ziel kriegst und ja, und das möglichst gut platziert. Und dann, ja, mal gucken, was du zu erzählen hast beim nächsten Mal, wenn wir dann auf Simracing.org das 12-Stunden-Rennen fahren und ja, dann ja wohl auch wieder mit in der Kommentatorenkabine sein wird. Und dann werden wir ja die neuesten Stories vom 24-Stunden-Rennen in Dubai hören. Was wir ja gerade mal vor ja, 2 Monaten gefahren sind auf Simracing.org. Was ja auch sehr, sehr gutes Rennen war. Es ist bestimmt spannend, dann auch noch so Insider-Informationen von dort zu bekommen. Ja, und was mich halt besonders ärgert, wir haben es leider nicht mehr geschafft. Er wollte mit dem, also ich habe extra Simrest TV Aufnäher brandfest aus Nomex, was auch immer das ist, so irgendeine Stoffsorte, fertigen lassen. Für Frag 2 so eine Aufnäher, da hätte ich mir auch ein neues Tablet für kaufen können. Ja, wirklich, also unglaubliche Preise. Und ja, und die Dame, die das macht oder ja, die Adresse, die ich da hatte,
das nicht geschafft, das rechtzeitig zu dem Olli zu schicken, weil der wollte nämlich dort das zum 24-Stunden-Rennen auf seinen Rennanzug genäht haben. Ach, schade. Und ähnlich ist es mir mit den Aufklebern passiert. Ich habe die bestellt und ich sollte die Donnerstag abholen können. Als ich Donnerstag hinkam, hat ihnen die Kollegin nicht gesagt, dass die noch 24 Stunden aushärten müssen. Ja, so, und ich sag, können Sie mir die nicht trotzdem geben? Denen passiert ja noch nichts. Nee, die müssen in was weiß ich, in irgendeine Bestrahlung kriegen die da, damit sie fürs Auto wetterfest werden oder was auch immer. Ja. Somit sind auch die Aufkleber fürs Auto nicht rechtzeitig zu Olli hingekommen. Sehr, sehr ärgerlich. Ja. Und ja, naja gut, aber der fährt hier nur noch mehr Rennen und wenn das in der VLN auf der Nordschleife drauf hat, ist auch schön. Freue ich mich sehr über das Angebot. Und ja, hoppala, da kam gerade irgendwas Grün-Gelbes geflogen. Ja, der wollte mal ins Fernsehen. Ja, der wollte mal gucken, wie es denn ist, wenn man zu schnell in diese Kurve fährt. Das weiß er jetzt. So, Christian Rückert zumindest erstmal jetzt hier auf Position 1 im Warm-up. Ja, damit sind wir am Ende vom Warm-up und ich mache mal eine übliche Runde. Bis gleich. So, dann wollen wir mal hoffen, wenn er jetzt weg ist, dass das nicht nochmal crasht hier wie vorhin. Hier wieder irgendwelche Probleme gibt. Na, wir warten mal noch, bis Christian Rückert jetzt hier in die Box gekommen ist. Damit er nicht zu sehr. Da kommt er jetzt rein. Genau. Nicht, dass er wirklich noch eine Strafe kriegt. Ah, er hat nochmal die Boxeneinfahrt geübt. Das sah auch sehr gut aus. Aber im Rennen brauchen wir die nicht so sehr, wenn nichts passiert. Und wir gehen jetzt ins Rennen. Oh, einer fehlt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer das ist. Die Aufstellung stimmt zumindest. Ole Schulz und auch Kai Matt sind da. Ich weiß jetzt nicht, wer fehlt. Ich kann es wirklich nicht sagen. Aber wir machen jetzt mal die Startaufstellung und gucken mal, wann die Herrschaften rauskommen. Oh, die stehen da hinter der Boxengasse und. Ai, 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 ai. Ja, wenn wir mal schauen, dass die hier rauskommen, raus dürfen. Ja, volles Haus. Ja, so, da haben wir nämlich den Polsetter. Ja, zum Ring. Deswegen hier auch die Assoziation zu Olli Hoeneß, der ja da auch ganz engagiert ist. Zusammen mit dem Mike Bison, Bison, genau, der ja der Initiator dieser Initiative ist. Und so sind wir während des 24-Stunden-Rennens auf Simracing.org auf der Nordschleife zusammengekommen. Und das wiederum hatte mit dem X-Factor Racing Team zu tun, wo der Carsten Wilhelm die Jungs da mal rangeholt hat. Und seitdem sind wir da so ein bisschen, lustigerweise hatte ich Spenden von 300 Euro. Ich habe dem Mike schon zweimal geschrieben. Ich kriege keine Kontonummer von ihm, der will keine Spenden. Hat er auch gesagt gehabt. Ich habe gesagt, es interessiert mich nicht, ob du die nicht willst, du kriegst die einfach. Und er macht da so Aufkleber und irgendwie Flyer, Broschüren, irgendwas. Aber er meldet sich nicht. Also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, aber kriegen wir schon hin. Wenn nicht, tragen wir ihm das Geld vorbei. Wer nicht will, wird gezwungen. So, warten wir mal noch die Reconnaissance Lab ab. Um die ersten 10 jetzt hier nochmal zu zeigen, bleiben wir mal noch beim Führenden, nämlich bei Sascha Landgraf.
Ja, gibst du den Tipp ab? Ganz schwer, ganz, ganz schwer. Also ich gehe mal davon aus, dass es für Alex Rambo ganz, ganz fast noch schwerer als in Monaco wird, hier wieder aufs Podium zu kommen. Wobei er natürlich hier mehr Möglichkeiten hat, an die Gegner ranzufahren und auch vorbeizukommen. Aber so eng, wie das war da vorne, ja, die Frage ist, stark lassen sich die Führenden in irgendwelche Zweikämpfe verwickeln. Können die frei fahren, wird es schwer für Alex, wieder einen zweiten Doppelsieger einzufahren hier heute. Ansonsten traue ich dem Sascha durchaus zu, das Rennen zu gewinnen. Und Robert Stratner steht auf 3. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Deshalb ist das schon mein Tipp. Der wird, wenn er den Start gewinnt, vorne sich meiner Meinung nach vermutlich ein bisschen absetzen können. Und wenn der Robert keinen Fehler macht und dann die Hinteren irgendwann mal an ihm vorbei müssen, hat der Sascha so viel Vorsprung, Also dass es reichen wird. da haben wir eine natürliche Barrikade auf der Strecke und ob er dann nun die hat oder nicht, das Vorbeikommen ist ja das Problem. Und gerade bei Robert Stratner, wir haben hier auf der Strecke die Besonderheit, dass Mensch, der Sascha ist gar nicht mehr gewöhnt hier auf Platz 1. Der findet gar nicht so richtig auf seinen Startplatz. die Besonderheit, dass man hier, wenn hier jemand Kampflinie fährt, es extrem schwer hat, hier vorbeizukommen. Also da muss schon wirklich immer jeweils ein Fehler mit reinspielen, um hier wirklich an einem Gegner vorbeizukommen. Des Weiteren glaube ich auch, dass Daniel Streblo, der sich ja bis auf Platz 12 nach vorne gefahren hat, auch noch ein Kandidat für die Top 5 sein wird. Definitiv. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben in den Top 10 immer noch Alex Rambo, Christian Rückan, Achim Krause, René Herzig, Julian Siebenbiegel, Mario Schili, Sandro Pellicciello. Und wo ist denn eigentlich der Marco Meier? Oh, der steht auf 34. Ja, Ja, der der ist war ja mit ausgefallen. ausgeschieden, ja. Ja, der war mit ausgefallen. Also wenn wir ganz Eieiei. ehrlich sind, haben wir in den Top 10 10 Siegkandidaten. Ja. Unter normalen Bedingungen, wenn der Alex hier nicht immer irgendwie so überirdisch fahren würde. Platz 1. Jetzt hier in der Startaufstellung für Sascha Sascha Landgraf. Landgraf. Genau, mach mal. Andreas Oehrlich auf der 2. Auf der 3 haben wir den Robert Stratner. Auf der 4 Sandro Petrocello. Auf der 5 Mario Schilli. 6 Julian Siedenbiedel. Auf der 7 haben wir den René Herzig, gefolgt von dem Achim Krause. Auf 9 Christian Rückert. Und auf der 10 den Dominator Alex Rambo. Dann geht es Genau. weiter nach hinten. Auf der 11 haben wir den Mike Kolosche. 12 Daniel Streblo. 13 Michael Betz. 14 Michael Wirz. Auch eine schöne Startreihe. Felix Appelt auf der 15, 16 Enrico Herzig, Robin Hasse 17, Thomas Wickler 18, Maxi Wolter 19, auf der 20 Edgar Ostermann, 21 Phil Ostaschewski, 22 André Burger, 23 Axel Schweiger, 24 Fred Dunkel, 25 Dirk Sassmannshausen, hier ein bisschen auf Abwägen. Sausemannshausen. Genau, 26 Andreas Braun. Auf der 27 Andreas Borde, 28 Lars Borowski, 29 Jürgen Engelhardt, auf der 30 Dennis Erner, auf der 31 Michael Wenzel, 32 Frank Flipsen, 33 Torst Hohnadel, auf der 34 Marco Meyer, 35 der Kurt Mildenberger, 36 Kai Matt und auf der 37 haben wir Ole Schulz. Ja, einer fehlt definitiv. Tom Krüger hast du vergessen. Er fährt auf der 36 und auf der 37 dann Ole Schulz. Den Ach, Kai stimmt. Matt habe ich hier nirgendwo. Das ist spannend. Ja, im Timing steht es bei mir so drin, aber gut. Ja, bei mir ja auch. Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal wieder in die normale Ansicht. Ja, wer ist denn der so der optimale Kandidat für den Start? Ich glaube, der Alex, oder? Ja, auch schon überlegt. Aber ich glaube, wir bleiben mal jetzt einfach beim Führenden und in der ersten Kurve halten mal die Kamera an, Okay. damit wir in einen eventuellen Crash hier dann nicht wieder verpassen. Also das mit diesem flexiblen Schlauch hier durch die Wand, das ist echt eine coole Nummer, muss ich mal sagen. Ich kann hier Ha ha ha.
Bedenkenlos rauchen? Ja, das muss ich mir anschauen. Nein, das ist natürlich ein Joke. Ich habe nur den Schreibtisch jetzt so gestellt, dass ich das Fenster so öffnen kann, ohne, ja, also dass ich am offenen Fenster sitze, wenn das Fenster offen ist. Ja, also vorher war es so, dass ich im Rücken dann die Fensterscheibe hatte. Jetzt steht der Schreibtisch auf der anderen Seite, somit kann ich das Fenster hinterm Stuhl öffnen und habe dann direkt, sitze direkt am offenen Fenster. Ja. Okay. So. Genau, auf geht's. Die Ampeln sind an. Los geht's. Und Oh! es ist 15. Nein, Sascha 15 Grad. Lanka verpennt! So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Ich glaube, man sollte sich eher den Kurvenausgang angucken, oder? Da oben scheppert es schon wieder. Jürgen Engel hat, sehe ich, da ziemlich weit ab. Hier kommen. Fehlen da noch welche? Irgendwie fehlen mir da ein paar. Michael Wenzel ist raus. Hier sind etliche raus. Oi, 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 oi. Rambo auf der 10. Ja, da hat's nicht viel, ist nicht viel gegangen nach vorne. Aber bei mir Sascha Landgraf Ja, der ist mit. raus, DNF. Er ist did not finish. Deswegen habe ich den jetzt in der Box gesehen, nachdem ich die 1 gedrückt habe. Der wird nur noch auf 1 geführt. Andreas Oerlich führt tatsächlich. Achim Krause schon auf der 3. Robert Stratner einen Platz verloren. Thomas Wickler auf 10. Komm René auf. Herzig auf der 13. Ja. Ja, ist alles so komplett durcheinander. Kurt Mildenberger 24. Oh, Mayo Schili 28, 29. Mayo Schili wird hier gerade durchgereicht. Micha Wenzel DNF, Sascha Landgraf DNF. Das ist ja bitter. Mann, den hat die auf Sieg gesetzt. Ja, ich irgendwie auch. Aber wir hatten ja noch die Einschränkung gemacht, wenn er den Start nicht verpennt. Okay. Upsala, und hier schiebt Alex schießt in Alex. Rehab und Oh! Herzog. Und noch Oh! Und jetzt stehen die hier alle in der ersten Kurve. Das gibt hier Mörderhauen und Stech. Ach du meine Star. Nee. Ach du, kriegst die Tür nicht zu. meine Fresse. Ups, und jetzt fährt er noch über Teile und das gibt. Und wenn das Ding da liegen bleibt. Die sollen bloß aufpassen, da nicht rüberfahren. Das gibt Platten. Oh, schalt mal vorne auf 1. Andreas Andreas Oerlich. Oerlich direkt vor Achim Krause. Ja. Unglaublich. Boah, das hat der Alex aber mächtig verbockt, wenn ich das mal so sagen darf. Er hat ja den René einfach weggeschossen. Ja, das war so ein Anstupser. Das war so ein hinten in die Seite. So, ich glaube, da hat er. Das war nicht wirklich überaggressiv, sondern einfach die, ja, so wie wir in Monaco das gesehen haben. Ach, da war so ständig diese Anstupser. Das hat er permanent gemacht. Da, weißt du, so hinten quer rein. Und einmal hat er dann auch ein Auto so leicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Er hat sich zwar da nicht gedreht, aber er ist dann auch dadurch vorbeigekommen. Klar, aber gerade hier auf der Kurve, ne, die Autos sind eh leicht auf dem Heck. Christian Rückert 34. Ach du Schande. Ja, das wird jetzt alles mal ein bisschen durcheinander würfeln. Ja, der wird ein Opfer gewesen sein. Der wird ja voll reingesemmelt sein in die querstehenden Autos wahrscheinlich, ne? Und der war ein Ja. bisschen weiter hinten. Enrico Herzig auf der 9. Maxi Beuter auf der 8? Wo kommt Michael der denn auf der her? 6 und auf der 5 Daniel Ja. Streblo. Ja. Felix Appelt auf der 4. Das hatten wir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr. Ja, richtig, richtig. Also das ist jetzt hier komplett durcheinander gewürfelt. Aber wirklich komplett. Ja, das wären spaßige 18 Runden. Ja, Thorsten Hohnadel, Andreas Braun ebenfalls raus. Komm, wir machen mal eben schnell die Top 10. Andreas Oerlich auf der 1. Auf der 2 haben wir den Achim Krause. Auf der 3 den Robert Stratner. Auf der 4 schön eingesprungen Felix Appelt. Auf der 5 Daniel Streplow. Wer war denn da gerade langsam?
Ja, da lässt irgendjemand vorbei. Das ist, Okay. glaube ich, Rückert. Ja, auf der 6 Mike Kolosche. Auf der 7 Thomas Thomas. Wickler. 8 Maxi Wolter. 9 Alex Rambo. Und auf der 10 Enrico Herzig. Unglaublich. Und Krause mit der schnellsten Rennrunde. Ja, eine 28er. Hallo? Ja. Da kannst du mal sehen, wie viel die da zu tun haben. Echt mal. Und der Rambo, der ist vorhin 26er Zeiten gefahren in der ersten Genau. Runde. Genau, René Herzig auf der 15. Ja, das ist schon alles ziemlich erstaunlich hier. Und da hat sich auch gerade wieder einer in der ersten Kurve verabschiedet. Jetzt habe ich das nicht, kann ich nicht sehen, wer das war. Andreas Oehrlich jedenfalls hier vorne. Mächtig unter Druck. Von Obst! Und Krause stellt mal beim Rausbeschleunigen das Auto ein bisschen quer. Wäre ja auch zu einfach, da einfach ranzufahren. Da muss man sich schon noch ein paar Aufgaben stellen. So, und da hier hinter geht es natürlich. Wer ist denn das grüne Ding da, was da fährt? Das ist, glaube ich, einer von den Jokers. Petrocello, ja. Petrocello. Ja. Auch überrundet. Der ist bereits jetzt schon überrundet. Ja, der hat. Oh! Ja, ist aber. Upsala. Ja, der hat den Appelt voll behindert. Ja. Ja, wahrscheinlich. Muss dann nicht hier, wohin. Ja, und der Strepo greift hier an, reitet hier volle Attacke ja. auf den Felix. Guckt ihr das alle hinter an, dieser Pulk. Michael Losche, Thomas Wickler, Maxi Wolter, Alex Rambo ganz am Ende. Ja, aber der Kolosche ist auch noch an Streblo dran, so richtig heftig. Und dahinter der Thomas Wickler. Also das ist ja hier. Oh. Das ist ja. Da weiß man jetzt überhaupt nicht mehr, wo man dahinter geht es ja auch noch voll rund. Und ich glaube sogar, der Christian Rückert mischt da noch mittendrin, obwohl er überrundet ist. Ja, was soll er machen, ne? Also er muss ja irgendwie. Oh! Das wollen wir jetzt aber mal nicht hoffen, dass das jetzt eine. Ich glaube, das war der Christian Rückert, der da einen umgedreht hat. Ist nämlich ja. hier ein bisschen zurückgefallen. Ja. Dem fehlt ja auch ein ganzes Teil vom Heck. Das ist jetzt extrem ungeschickt gewesen. Also mitfahren als Überrundeter okay, aber dann auch noch eingreifen in so einer Art. Wir sind jetzt im Replay, jetzt geht's komischerweise. Wollen mal gucken. Ups, das war verkehrt rum. So, hier kommt Rückert. Hier bremst er sich noch rein. Da steht Wickler auf dem Auto. Ups, und hier passiert's. Es war nicht Rückert. Es war nicht es Rückert. Doch, 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 das ist Rückert. Tatsächlich, weil Wickler auf seinem Auto steht. Ja, dann hat er wahrscheinlich das falsche Auto. Aber das ist Rückert hier, der hier Mike Kolosche eine mitgibt. Der verliert dadurch 3 Plätze. Oh. Wow, Wahnsinn. Ja, da wird er aber auch, ja, da muss er wohl ein paar Worte der Entschuldigung finden. Achim Krause hat mittlerweile das Wegschalten genutzt, um Andreas Oehrlich vorbeizugehen. Ja. Aber sorry, hier, aus dieser Gruppe hier können wir, glaube ich, nicht wirklich raus. Jetzt hat er Jürgen Engelhardt vor sich. So, Oehrlich ist aber auf 2 und hat ja ein bisschen Luft auf Robert Stratner. Gucken wir mal. Also gehen wir hier weiterhin. Felix Appelt, Daniel Streblow. Das ist, glaube ich, hier erstmal das, was richtig Ansage macht. Ja, die 3 dahinter ebenso. Ja, genau. Nein, das sind ja nicht 3, das sind ja 5 oder 6. Ich habe keine Ahnung. Dahinter Wolter, Rambo schon auf 7, Wickler auf 8, Kolosche auf 9. Ja, und Enrico Herzi, wo ist denn der René hin? Der René war 15. vorhin, ist immer noch 15. Eieieiei. Der war auch verwickelt in diesem Crash, den der Alex ausgelöst hat. Ah, okay. Habe ich gerade richtig gesehen? Dennis Erner auf der 10. Ja, der kommt also, von 30. Ja. Ja, das ist hier alles völlig durch. Aber genau das ist ja, ja, Cupsport mit solchen Regeln. Und ja, und wenn es denn so scheppert, also ich denke mal, da wird Rambo seine erste richtige Strafe abfassen. Bis auf dieses Rennen. Also selbst wenn er hier jetzt gewinnen sollte oder auf dem Podest landen sollte, wird er sehr, sehr viel Abzug bekommen. Das heißt, der wird dann irgendwo ja, 6, 7, 8 oder so landen, je nachdem, wo er am Ende gestanden hat. Also mindestens. Oh, und jetzt fliegt er ab, er fliegt ab. Da hinten ist er im Kies. Ah, das war die falsche Richtung.
Ja, nicht der Tag von Alex Rambo. Wo ist er denn jetzt? Auf Naja, welchem weiter Platz? vorne muss er noch 9. sein. Nee, da ist er nicht. Doch, das ist er. Auf Platz 9 ist er wieder zurückgefallen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier nochmal sehen. Da hat er den Maxi Volta vor sich und will Er den ist, hier glaube ich, angreifen. nach außen ausgewichen und da ging ihm die Strecke aus. So sah es zumindest für mich so aus am Rand. Er wollte hier außen vorbei und ist hier ja beim Anbremsen aufs Gras gekommen. Also kein Fremdverschulden. Jo. Eieiei. Aber nicht doll eingeschlagen. Also Auto scheint einigermaßen gerade zu sein noch. Gut, also haben wir hier noch ein bisschen Spaß mit Rambo. Hier vorne alles noch im Grün und Achim Krause sieht zumindest mal in Runde 14, in noch 14 zu fahrenden Runden, ja, einen richtig guten Platz vor sich. Ich will noch nicht mehr sagen. Nein, sollten wir auch nicht. Ja, So, André. richtig, Theater ist immer noch so auf Platz 5 bis 9. Also das Ja. ist. Oh. So, da gehen wir mal hin. Thomas Wickler. Hier dran an Maxi Wolter. Guckt ihr das an? Wir fahren hier irgendwie Schlangenlinien, Zickzack. Jetzt ist er durch. Und so wie es aussieht, kommt da auch noch Kolosche durch oder kommt er nicht durch? Nee, Ja, schaffst du erstmal nicht. nicht. Oh, der Christian Rückert hat mich da vorne mit. Ja, also, ja, es ist unglaublich. Fährt auf Platz 29 da mittendrin. Er sagt sich, naja, gut, wenn ich schon so weit hinten bin. Weil das, ich verstehe gerade die Flaggenregel hier nicht. Normalerweise müsste der schon längst eine Drive zugekriegt haben. Na, er ist ja noch hinter dem. Ja, also. Ja, alles, was da um ihn rumfährt, ist hinter ihm. Und es ist vor ihm. Und von daher müsste er eigentlich hier permanent blaue Flaggen kriegen. Es ist ja keiner hinter ihm, außer jetzt Alex, der kommt jetzt von hinten. Wenn jemand vor ihm fährt, kriegt er ja keine blaue Flagge. Ja, aber der ist doch mittendrin hier im Pulk. Also alles, was hinter ihm ist, da, Ja, ja. jetzt kommt er, ne? Und Ja, der Alex ja. lässt da auch vorbei, okay. Ja. Nützt ja nichts. Nö. Guck dir das an, ne? Das ist unglaublich. Platz 5, Maxi, Felix Appelt, Thomas Wigner, Daniel Strepe, Maxi Wolter, Michael Losche, Alex Rambo, alles innerhalb von 2 Sekunden. So, und Herr Rambo schiebt schon wieder ein bisschen. Und wenn er Pech hat, verliert er jetzt hier einen Platz. Genau. Es ist Rückert, er kann sich nicht zurückholen. Da Ja, kriegt er und der. sofort wieder eine blaue Flagge. Ja, das hat er aber gerade versucht, wie du siehst. So, jetzt Rambo wieder auf 9. Der muss wohl schon mal wieder einen Platz zurückgefallen sein. Und Thomas Wickler ist vorbei an Felix Appelt. Oh, was ist hier Wahnsinn, los, Leute? Wahnsinn. Echt absoluter Wahnsinn. Der Thomas Wickler hat über 3,5 Sekunden Rückstand auf Robert Stratner. Er wiederum hat 1,5 Sekunden Rückstand auf Andreas Oerlich. Und der wiederum hat fast 4,5 Sekunden Rückstand auf Andreas Krau auf Achim Krause, der auf 1 fährt. Opala, was ist da jetzt gewesen? Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe nur gesehen, dass Daniel Strepo ist noch am Felix Appelt vorbei. Das war aber vor der. Alex Rambo fällt zurück bis auf die 15. Ja, ich glaube, dass. 16. Ich glaube, das war er. So, gucken wir uns auch das in der Wiederholung an. Ich meine, da hat jemand quer gestanden. Nee, ach nee, doch. Kriegt da jetzt wieder eine mit von Rückert? Jo. Autsch. Würde ich mal so meinen. Obwohl, ich glaube, das Auto stand hier schon ein bisschen quer, oder? Nee. Nee, das ist alles noch in Ordnung. Und dann kriegt Ja, er. der kriegt eine mit hier. Ja. Ja, Rückert bleibt hier auch stehen.
Nützt aber gar nichts. Jetzt dreht er sich hier nochmal. Einigermaßen geschickt. Oh, jetzt wird er hier zurück auf die Strecke. Oh, das Auto ist aber mehr als... Der hat... Nee, nicht Escape gedrückt. Er fährt mit dieser verbeulten Kiste weiter. Eieieiei. So, der Julian Siedenbiedel mittlerweile auch wieder auf der 15. Also, es ist ja wirklich sensationell. Ja, so, wir gucken mal wieder in unsere Lieblingsgruppe hier vorne. Felix Appel zurückgefallen auf die 6. Hat den Kolosche im Kreuz und hier kracht es noch richtig. Maxi Wolter, Enrico Herzig und Micha Bitz. Also Micha Bitz heute mit einem außergewöhnlich guten Renntag. Ich glaube, der ist, sowas braucht man hin und wieder mal. Ich müsste jetzt echt nachschauen, aber ich glaube, das dürften seine besten Ergebnisse sein. Das freut mich gerade ganz besonders. Er hat sich nämlich gerade bei uns eingeschrieben. Soll ein bisschen positiven Schwung mitbringen. Ja. Ja, vor allem hast du mit ihm einen völlig unauffälligen und zuverlässigen Fahrer. Also da hörst du keinen Mucks, irgendwie dummes Gemecker oder sonst irgendwas. Der kommt, fährt seine Rennen und alles ist gut. Ja, perfekt. So, dahinter die nächste Gruppe. Micha Würz, André Burger und Dennis Erner. Dennis Erner. Zurückgefahren mittlerweile. Er war ja schon auf der 10. Ja, das hat ihm mit Sicherheit nicht behagt. Wir sollten mal, glaube ich, nach vorne gehen, auf 2, 3 und 4. Wenn mein Timing hier nicht ganz verrückt spielt, ist es da richtig eng. Ja, also zumindest ist Stratner mal vorbei an Oerlich. Danach ist es, naja, es hat verrückt gespielt, jetzt hat sich das hier wieder ein bisschen relativiert. Ja, man muss so alle 5 Minuten das Ding mal resetten, also neu starten. Dann hat man wieder einigermaßen vernünftige Abstandszeiten. Aber nichtsdestotrotz, das hier, der Abbild macht hier auch den ein oder anderen Ausflug. Ja, der Abbild bewegt sich auch momentan in Regionen, wo er nicht so häufig rumfährt. Ja, da genau. Kann man schon nervös werden. Alex Rambo jetzt zurück auf die 13. Dennis Erner verliert er durch 2 Plätze, der Julian ist nämlich direkt mitgezogen. Aber nimm mal noch Mike Kolosche, Maxi Wolter, da ist es glaube ich immer noch am engsten. Oh, Alex, Jung, du müsstest es doch jetzt gelernt haben, oder? Ja, es ist das Problem, weißt du, er fährt die ganze Zeit vorne rum, er hat keinen, an dessen Bremspunkte er sich orientieren muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Problem war mit dem René. Die Jungs bremsen vielleicht einfach mal 5, 8, 9 Meter früher als er und dann geht dir einfach die Strecke aus, ne, oder der Bremsweg aus. Und dann touchierst du dich schon mal oder die lupfen an Stellen, wo der Alex selber nicht lupft. Ja. Und dann fährst du den Vordermann einfach drauf und da reicht nun mal ein kleiner Tütscher aufs Heck. Ja. Er hat das ja jetzt hier einiger, also wenn man das jetzt so anschaut, hat er das wohl im Griff, aber es ist halt was völlig anderes. Aber er hat ja auch im letzten Interview gesagt, naja, Monaco, so schlimm fand er das gar nicht mit dem dritten Platz, weil es hat endlich mal richtig Spaß gemacht. Und vielleicht hat er ja heute auch bis auf seine Fauxpas hier auch mal ein bisschen mehr Spaß. Vorne ist Thomas Wickler jetzt auf die 3 vorgefahren, vorbei an Andreas Oerlich. Ja, der Andreas wird es uns danken, dass wir die Überholmanöver immer nicht zeigen. Genau, Thomas Wickler vorbei und der hat jetzt auch nur noch eine Sekunde auf Robert Stratner und das wird dann spannend, weil dass der Thomas schneller ist als der Robert, zumindest im Moment möchte ich fast unterschreiben. In dem Moment ist der Alex wieder zurückgefahren auf die 10, also nach vorne zurückgefahren. Einmal kurz weggeschaltet und schon macht er 3 Plätze gut. Ja, und hier sehen wir es. Und das auch noch sauber. Wir gucken uns das hier nochmal an. Oh, der hat sogar 4 Plätze damit gut gemacht. Der ist da nämlich doch da ganz hinten. Oh, ja gut. Das vergessen wir jetzt mal. Jetzt muss ich den nämlich erst wieder suchen. Ich habe die aus Versehen eine falsche Taste gedrückt. Ist jetzt egal. Gut, er ist jedenfalls auf Platz 10. Wir haben keinen dritten Lauf. Von daher wird er dann nicht wieder vorne stehen und ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur eine Zeitstrafe
da vergeben wird, sondern dass er vielleicht auch Schlimmeres bekommt, nämlich Verbot Qualifying, auch wenn es eigentlich das eigentliche Verbot Qualifying gibt, es eigentlich nur für Escape drücken während der offiziellen Sessions, aber die Race Control hat hier eine gewisse Handlungsfreiheit und das war schon wirklich ein dramatischer Zwischenfall, also den er da verursacht hat. Wenn es so war, es kann ja auch sein, dass ihm noch irgendeiner in die Karre gefahren ist, was wir gar nicht gesehen haben. Also wir halten uns da immer tunlichst raus aus solchen Beurteilungen, ja, oder betonen, dass das jetzt nur unsere Sicht der Dinge ist. Das muss nicht so gewesen sein. Das hatte auf jeden Fall eine Menge Konsequenzen für viele Top-Fahrer. Ja. Sandro Petrocello ist ausgeschieden, Christian Rückert fährt auf der 27. Das sind alle Jungs, die da vorne mitgefahren sind. Und Jetzt passiert genau das, was ich vorhin gesagt habe. Der Achim Krause macht richtig Punkte gut und mischt sich damit richtig in den Kampf um Platz 2 ein in der Meisterschaft. Ja, in der Meisterschaft, genau. Ja. Ja, Alex schon wieder auf der 9. Ja, wie gesagt, also lass den jetzt, was weiß ich, wir haben jetzt noch 7 Runden, lass den auf Platz 5 fahren oder sonst irgendwas. Das wird am Ende mindestens 5-6 Plätze zurückgeben. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das kann man nur leider, also wenn es so war, dass er der Verursacher war, dann sind das im Minimum 20 Sekunden plus noch eventuelle zusätzliche Strafen, die hier dazu, also wenn er dann noch, was weiß ich, noch zusätzlich einen behindert hat, oder weiß der Geier was, dann gibt das da nochmal 3 Sekunden pro Behinderung. Also das kann richtig, richtig wehtun und da ist er auch mal ganz schnell draußen aus dem Punkterängen. Und der Meisterschafts nur gut, sag ich mal, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Nicht, dass ich ihm das gönne, um Gottes Willen, so war das nicht zu verstehen. Nein, aber es tut ihm nicht weh, wenn man mal ganz ehrlich sind. Ja, genau. Ja, Wickler schließt die Lücke. Ja. Genau. Aber der Andreas Oerlich bleibt dran. Richtig. Und wenn er schlau ist, macht er das auch genauso weiter und wartet ab, was die beiden da vorne treiben. Dass er an denen vorbeikommt, halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber falls die sich doch irgendwie ins Gehege kommen, hat er da vielleicht noch eine Chance. Ja, Robert mal wieder auf der 2. Eigentlich schön zu sehen. Bin mal gespannt, wo das am Ende ausgeht oder wie es am Ende ausgeht. Ob er jetzt hier seine Blockfähigkeiten mal wieder richtig zeigen kann. Ich denke mal, da wird er gleich Gelegenheit haben. Dauert nicht mehr so lange. Hier sehnst du schon allein in der Linienwahl hier in dieser Kurve. Und der hier mal ganz abgesehen. Ja. Aber hier, das ist jetzt schon Kampflinie, was er jetzt fährt. Na, das ist eine ganz entscheidende Kurve. Wenn du da nämlich den Fehler machst, dann hat man die Chance, sich hier wirklich innen daneben zu quetschen. So, und Wickler ist jetzt richtig dran. So, Frage ist natürlich, ich glaube, Stratner fährt immer ein bisschen mehr auf Sicherheit. Nee, passt nicht. Das heißt, mit etwas mehr Abtrieb. Könnte ich mir vorstellen. Aber Geraden hier sind definitiv zu kurz, um irgendwas in Richtung Windschatten nutzen zu können. Der hier eh sehr gering ist. Er braucht schon Geraden wie ein Monster, um da wirklich was, um so einen Windschatten ausnutzen zu können. Ja, der Robert fährt in dieser Rechtskurve über dem Knick immer eine weite Linie, ist mir vorhin schon aufgefallen. Dachte ich auch, er wäre da zu spät, aber es scheint wohl seine Linie zu sein. Ja. So, naja, und dadurch kann Oerlich da auch definitiv dranbleiben. Aber, sorry, ich muss hier mal gucken, ob das hier tatsächlich so ist, wie es hier aussieht. Das ist hier so. Ja, auch eine schöne Dreiergruppe. Ja, aber mehr als das. Ja, also richtig schön. Enrico Herzig, Dennis Erner und Julian Siedenbiedel. Und Siedenbiedel hinten dran, dann der Erner, der grüne Porsche in der Mitte. Ja,
Julian diesmal auch ein bisschen weiter hinten als sonst, oder? Upsala. Und da geht's ab für Dennis Erner. Aufgeschaukelt auf dem Körb. Ja, das konnte man im Heckflügel wunderbar in der Heckflügelkamera sehr gut sehen, dass er sich auf den Körb da aufgeschaukelt hat und dann war es das schon. Christian Rückert fährt mal eben seine persönliche Bestzeit mit 1:27.811 auf Platz 26. Und Maxi Wolter ist ausgeschieden. Maxi Wolter ist raus, ja. Lass uns mal wieder nach vorne gehen zu den dreien. Ja. Vor allem zu, erstmal ganz kurz hier zu Thomas Wickler. Ja, und jetzt darf er mal erleben, das hatte er ja, glaube ich, noch nicht so richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist ich glaube, da lag ein Splitter irgendwo. Ich glaube, das ja, wäre wohl dann. Von, da. Ah, okay. Ich dachte, das ist der von Maxi Wolter. Ja, es sind nur noch oder keine drei Runden mehr. Ja, gut, also. Wir können jetzt wirklich davon ausgehen, wenn Achim Krause jetzt nicht wieder sein Auto irgendwo wegschmeißt, dann sollte er jetzt hier endlich mal ein Rennen gewinnen. Aber das hier wird nur interessant. Definitiv. Aber hier bleibt der Robert ganz entspannt auf der Geraden, weil er weiß genau, da gibt es kein Vorbeikommen, kein Vorbeibremsen, es sei denn, man heißt Christian Rückert. So, Tom Krüger auch raus. Ja, aber die beiden fahren doch so schnell, dass der Andreas Oerlich da nicht richtig ranfahren kann. Ja, schon brachial. Also, wenn man davon ausgeht, dass Wagner hier wirklich Kampflinie fährt, zumindest in etlichen, an einigen Kurven. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig ran kommt Wickler nicht. Also entweder bremst er dann immer den Ticken eher. Hey, war es vorhin so ein, zwei Mal, aber da hat der Robert ihm sofort gezeigt, hier nicht. Und seitdem ist er wieder so ein bisschen zurückgefallen, ne? Ja. Ja. Oh, Enrico Herziges, Entschuldigung, ist aus den Top 10 rausgefahren, ist jetzt auf 14, direkt vor seinem Bruder. Ja. Schade, ist ja auch mal ein schönes Ergebnis für ihn gewesen. Ja, denke ich auch. Aber gut, dieses Rennen hier hat seine Besonderheiten. Und ich meine, das ist ja hier eine Strecke, die wurde ja von den Fahrern gewotet. Also von daher braucht sich hier keiner beschweren. Ich meine, diese weichgespülten Varianten, die dann teilweise gefahren werden, wo diese Unebenheiten rausgenommen werden, sorry. Also, ja. Können wir auch Mario Kart fahren. Upsala, wer ist das? Das war der Kollege, das müsste Axel Schweiger gewesen sein, genau. Das sah genauso aus wie der Robert. Ja. Aber Gott sei Dank hat man den Robert ja die ganze Zeit im Blick. Ja, es ist schon enger, aber es geht jetzt hier in die letzte Runde. Der Achim hat 9 Sekunden Vorsprung, da wird nichts mehr passieren. Ja, passiert nichts mehr. Er soll bloß aufhören, hier noch Gas zu geben. Er hat so ein bisschen Speed rausgenommen, so eine halbe Sekunde fährt er gerade langsamer. Aber das hier ist schon heiß, das ist richtig heiß. Andreas Oerlich ist weiter zurückgefallen, der ist definitiv raus. Aber jetzt war hier der kleine Fehler. Guck dir das an, guck dir das an. Ja, Thomas, wie weiter zurückgefallen? Achso, du meinst aus diesem Dreikampf? Ja, genau. Ja. Also der ist weg aus den Podestentscheidungen, ja. Gerade aktuell. Ist aber noch auf Platz 4, genau. Natürlich. Und auch safe. Also der Daniel Streblo hat 3,5 Sekunden Rückstand auf ihn. Also ich glaube, es gibt nicht mehr wirklich viele Chancen. Ist er denn der Robert macht hier auf der Kuppe nochmal einen Fehler, aber das glaube ich nicht. Nee, wir müssen auch zum Führenden gehen. Das nützt alles nichts. Mach die Kuppe ab. Ja, nee, ist alles gut.
Alles gut, okay. Dann war es das auch. Dann geben wir jetzt mal vor zu Achim Krause. Der fährt nämlich jetzt hier auf Start und Ziel und holt seinen ersten Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Achim, nachdem uns das schon im Qualifying überrascht hat. Genau. Toll, wirklich toll. So, Platz 2 geht an Robert Stratner. Ich hoffe, das sehen wir noch öfter diese Saison. Ja, Und freut mich Platz ungemein. 2 an Thomas Wickler. So, und jetzt darfst du die ganze Liste vorlesen. Yes! Auf der 4 haben wir den Andreas Oerlich. Auf der 5 Daniel Streplow, wie vorausgesagt. Michael Losche auf der 6. Auf der 7 auf der provisorischen Alex Rambo. Auf der 8 Felix Appelt. Auf der 9 kommt hier ins Ziel Michael Betz, direkt gefolgt von Julian Siedenbiedel. Auf der 11 Michael Birz. Auf der 12 Dennis Erner, von der 30 nach vorne gefahren. Andreas Borde auf der 13. Enrico Herzig auf der 14. Auf der 15 Mario Schilly. Auf der 16 René Herzig. André Burger auf der 17. Fred Dohnke auf der 18. Auf der 19 Frank Flipsen. Auf der 20 Ole Schulz. Auf der 21 Kurt Mildenberger. Respektabel. 22 Phil Ostaschewski. 23 Alex Schweiger. Auf der 24 vollkommen, ja, jenseits von Gut und Böse Christian Rückert. 25 Marco Meyer. 26 Dirk Sassmannshausen. 27 Lars Borowski. 28 Tom Krüger, 29 Maxi Wolter, 30 Robin Haase, 31 Sandro Petrocello, 32 Jürgen Engelhardt, 33 Edgar Ostermann, 34 Sascha Landgraf, Thorsten Hohennadel auf der 35, Andreas Braun und Michael Wenzel. Und die letzten 9 waren alle schon ausgeschieden. Genau. Ja, wow, was ein Rennabend. Wow, ja. Ja. Sicherlich nicht der berühmteste, ob der Vorkommnisse, aber ich meine, es ist Rennsport und Unfälle passieren nun mal. Eben, wenn man Rennen fährt. Das ist immer so ein Spruch wie: man fühlt nur, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Das ist genauso dämlich. Aber es hat schon eine Grundwahrheit und von daher muss man ganz klar sagen, das ist nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, solche Unfälle, aber sie passieren nun mal einfach. Und ja, was soll man sagen? So, jetzt haben wir uns erstmal das Siegerauto hier ins Bild. Okay, die Heckflügelwerbung, die nehmen wir raus. Ja, Rennen war sicherlich mal ein bisschen anders als gewohnt. Du alleine schon durch diesen Crash, den wir da hatten, hat das Ganze, glaube ich, ein bisschen durcheinander gewürfelt. Letztendlich, klingt blöd, aber es freut mich, weil wir dadurch mal mehr Leute im Bild hatten und öfter zeigen konnten, die wir sonst nicht sehen, weil sie eben ein bisschen weiter hinten fahren. Und die sind jetzt einfach mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Hat riesig Spaß gemacht, so ein Felix Appelt. Denn wann hatten wir den schon mal auf der 4 vorne? Und war einfach toll mit anzuschauen, auch diesen Jungs mal ein bisschen genauer zu zeigen. Und diese 4, 5, 6 Kämpfe, die wir hier hatten, waren einfach klasse. Definitiv. So, ach Gott, wie machen wir das denn jetzt? Jetzt haben wir hier Ganz viele. ja, nicht nur das. Wir müssten jetzt eigentlich den Achim als ersten interviewen, weil er Dritter geworden ist im ersten Lauf. Würde mich jetzt aber, der soll mal ruhig noch ein bisschen pumpen. Und Dann fangen wir doch einfach mit dem zweiten Lauf an. nicht ganz so, nee, Christian. Wir fangen mit Christian an. Genau. Christian, mein Lieber. Erster Lauf, völlig unspektakulär. Die Plätze 1, 2, 3, alles irgendwie. Sechs waren wir schon da? Felix, wenn du hier bist, dann bitte Mikro muten. Wir sind im Interview. Ja, Christian. Nee, nicht Christian, nicht du sollst muten, sondern Felix. So. Erster Lauf ziemlich unspektakulär, also gut gefahren, keine Frage. Platz 2 am Ende, dazu auch ein Glückwunsch, aber was in Gottes Namen ist im Lauf 2 passiert? Puh, Dankeschön. Tja, keine Ahnung. Also ich war auf der Innenseite.
Hab dann einen Schlag bekommen, hat sich das Auto einfach die Bande hochgeworfen. Das hat eher ausgeschaut wie, keine Ahnung, Stunt Driver oder sowas, aber bestimmt nichts mit GT3 Cup. Und dann wollte ich eben in die Box fahren, mir einfach, ich hatte einen Platten, wollte mir einen neuen Reifen holen. Und anscheinend gibt es viele Leute, die gelbe Flaggen entweder ignorieren. Und wenn ein Fahrzeug langsam auf der Strecke unterwegs ist, mit gelben Flaggen und mit Licht an, einfach dreimal die Augen aufmachen. Mich haben bestimmt 5 oder 6 Autos auf dem Weg in die Box abgeschossen. Und das Auto war natürlich unfahrbar, dann 17 Sekunden in der Box gestanden und geschaut, dass man noch was reißen kann. Ja, dementsprechend toll war das Auto. Ich habe dann Alex dann auch abgeschossen aus Versehen, weil das Ding zu bremsen war nicht mehr lustig. Sorry, Alex, an die Stelle. Jo. Ja, so war das einfach. Das war einfach Ja. richtig schlecht. Ja, das war dann mal richtig schlecht, aber auf alle Fälle wenigstens die Punkte aus dem ersten Lauf mitgenommen. Glücklicherweise, in Anführungsstrichen, hat es ja dann für den Alex im zweiten Lauf auch ähnlich ausgesehen. Ich kann nur wiederholen, herzlichen Glückwunsch zum Sieg im ersten Lauf, Alex. Keine Frage, tolle Vorstellung, das, Jo, was wir von dir danke. gewohnt sind. Aber im zweiten ging es ja wohl dann mal richtig vorwärts. Erstmal am Start nichts gut gemacht und dann erzähl mal. Nee, also fing schon an, wie du sagst, mit dem Start. Also der war schon überhaupt nicht mein Fall, sag ich mal ganz ehrlich. Also bin ich nicht gewohnt, so ein Start. Und ja, dann war schon, ich glaube, in der zweiten Kurve oder so raus. Und zweite Runde habe ich dann aus Versehen, ich glaube, René oder sowas, ne? Oder Enrico? Einer von beiden Der auf René jeden war's. Fall aus Versehen abgeschossen. Dann war alles durcheinander, Auto Rico war war's. krumm. Ja? Rico war's. Okay. Okay, ja, sorry, tut mir leid, war einfach ein bisschen spät auf der Bremse. Und ja, dann ging halt alles drunter und drüber. Dann waren ein paar Fehler von meiner Seite aus mit durcheinander. Also da waren ein paar Überrundete bei, wo du nicht mehr durchsiehst, wer jetzt überhaupt vor dir ist und wer nicht. Und ja, war halt Chaos heute. Aber egal, abhaken. Das kann man so sagen. Dieses letzte Wort, das glaube ich, brauchen einige heute oder müssen sich das einige sagen heute abhaken, weil definitiv die Strecke war wirklich extrem anspruchsvoll. Gott sei Dank habt ihr es euch selber ausgesucht, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Und von daher sollte man gewusst haben, was da auf einen zukommt. Nichtsdestotrotz, es war aus unserer Sicht natürlich mal was ganz anderes. Es war jede Menge Action, das ist nichts, das ist genauso wie sonst, aber diesmal halt nochmal mit völlig umgekehrten, die Profis oder die Cracks oder viele der Cracks irgendwo im mittleren, hinteren Feld unterwegs. Der Christian hat da gefightet mit seinem Schrotthaufen, als wäre er da wirklich auf Platz 5. Und das war alles ganz, ganz spannend mal anzusehen und zu moderieren. Ja, Jens, ich würde dir tatsächlich jetzt das Vergnügen des zweiten Rennens gönnen. Ja, bevor wir direkt zum zweiten kommen, muss ich ja nochmal zum Achim rüber switchen, bevor wir ihm zum Sieg gratulieren. Aber ich glaube, das zögern wir doch noch ein bisschen weiter raus. Das machen wir dann gleich ganz zum Schluss. Dann kann er dann ja, zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend machen in der Reihenfolge. Deshalb kommen wir direkt erstmal zu Platz 3 im zweiten Rennen, nämlich zum Thomas Wickler. Thomas, ich glaube, dein Rennen oder deine beiden Rennen waren, glaube ich, mal aufregend. War viel Bewegung drin, oder? Hier ging es genau wie Christian, nur in umgekehrter Reihenfolge. Ja, wir sind ja auch ein Team, ne? Also der erste Lauf war zum Vergessen. Gleich in T1 habe ich einen draufgekriegt. Musste das ganze Feld ziehen lassen. Bin dann irgendwie mit Ach und Krach noch wieder auf 16 oder 18 vorgekommen, mit einem schönen Kampf drin. Ja, wie gesagt, der erste war zum Vergessen, der zweite lief dafür umso besser. Schon hinter Robert geklemmt. Ich wollte auch nicht mit aller Macht da irgendwas probieren. Ich war froh, dass ich den dritten hatte. Und naja, ist denn der zweite war denn eine Gutmachung. Ja, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Kommen wir zum Platz 2. Lange, lange ist es her, dass wir dich hier hatten. Umso mehr freue ich mich. Ich Platz mich auch. 2, Ich Robert. erst. Ja. Also, ich muss mal kurz ausholen. Vor dem zweiten Lauf war unser Siegkandidat der Sascha Landgraf. Ganz einfach deswegen, weil wir gesagt haben, der gewinnt den Start. Und du hältst alle hinter ihm auf. Das ist Er ja passt relativ so schnell geworden, raus. ja. Ja, das ist ja leider auch das schnell rausgeflogen. Und trotzdem hast du hier, glaube ich, ein grandioses Rennen gefahren, oder?
Ja, ich hatte Gott sei Dank einen Fehler in der zweiten, dritten Kurve. Da musste ich wieder den Sascha vorbeilassen. Dann war ein leichtes Getümmel in der, ja, eh gleich in der engen Kurve. Ja, dann bin ich Hey, wake Vierter up. gewesen und ja, mit Kampf immer weiter vorn. Dann glaube ich, hat sich jemand verabschiedet und ich konnte dann den zweiten einheimsen. Ah, da. Der Herr Oerlich war das, der hat leider einen Fehler gehabt und dann bin ich sehr lange Zweiter geworden oder Zweiter gefahren. Und ja, wie ihr merkt, ich habe fast keine Worte, ich freue mich so, am liebsten würde ich springen, aber ich reiße dann meine Lautsprecher ab vom Kopfhörer. Also ich bin total hin und weg. Also alles hätte ich mir gedacht, irgendeinen Platz unter den ersten 10, aber nie am Podium. Ja, super. Ja, wir freuen Ja. uns ungemein. Das war echt mal wieder Ja, vor toll, allem auch im dich da ersten vorne zu Lauf sehen. war Ja. das ja schon sehr geil, dass du da auf Platz 8 gelandet bist, weil das war ja auch eine Platzierung, die du diese Saison noch nicht so wahnsinnig oft hattest. Ja, weil ich immer super Fehler eingebaut habe, damit ich nicht als So weit Erster vorne bin. starten muss oder so. Nein, Spaß beiseite. Ja, es sind halt immer 11, 12 bessere gewesen und mit meinen Fehlern mit ist leider nicht besser gegangen. Quali leider auch relativ dran an den 10, aber nie drinnen. Ja, und von jetzt kann es nur mehr bergauf gehen. Jetzt habe ich das Ja. Equipment schön langsam im Griff. Ja, wunderbar. Ja, sind wir durch, oder? Genau. Nein, Also auf gar schön, keinen schön, dass ihr alle zugeschaut Fall. habt. Nein, für mich ein persönliches Highlight. Im Qualifying hast du uns schon total überrascht. Dann ist im ersten Rennen irgendwas passiert, was wir nicht genau sehen konnten. Hatten wir ein bisschen Angst, dich hier später ins Interview zu holen. Zum Glück bist du dann im zweiten Rennen wieder entschädigt worden. Also ich will jetzt gar nicht auf irgendein Rennen eingehen. Achim, erzähl uns mal bitte einfach von deinem Rennabend. Ja, also erster Lauf war eigentlich super. Bis in die letzte Runde. Da fuhr ich, weiß nicht, der Flitzen, glaube ich, vor mir. Und mein Fehler war, ich bin zu weit nach links gefahren, Start und Ziel, und bin dann leicht nach außen gekommen ins Kies. Und da war der Christian halt vorbei. Und war der zweite Platz weg, ganz einfach. Mein Fehler. Oh, wie bitter. Ja. Ja, weil du kennst das ja, ne? Fährst hinter einem her, fährst die Natürlich. gleiche Linie und ja. Das habe ich Ja, wir vorhin hatten. auch im Stream genauso gesagt. Fährt er vorne mal in den Dreck, fährst halt Ja, hinterher. du fährst ja automatisch hinterher. Ich habe noch versucht einzulenken, aber so stark zu untersteuern. Gut, die Reifen waren da zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht mehr die besten in der letzten Runde. Es war zum Glück nicht viel passiert. Ich habe mal versucht, nochmal mit einem Christian wieder ranzukommen, aber ging leider nicht. Er war ja die Ja, wir ganze Zeit hatten. hinter mir. Ich habe echt mehr in den Spiegel geguckt wie nach vorne. Wir hatten noch ein Auto gesehen, so aus dem Augenwinkel raus, was da irgendwo durch den Kies fuhr. Sah aus wie ein überrundetes Fahrzeug. Und da hatten wir halt die Vermutung, unser Replay hat nicht funktioniert im ersten Lauf, hatten wir vermutet, dass du irgendwie da verwickelt warst bei einer Ja. Überrundung oder so und dadurch wieder einen Platz verloren hast. Und dann haben wir gesagt, okay, nix, vergiss es, den Krause holen wir heute nicht ins Interview, weil das müssen wir uns nicht antun. Ja, ich war schon ein bisschen auf mich selber natürlich, ne? War ja Ah mein ja. Fehler. Ich kann jetzt keinem da einen Vorwurf machen, weil mein Fehler. Zu weit nach links gefahren, ganz einfach. Okay. Aber dann hast du dich selber entschädigt im zweiten Lauf, oder? Zweiten Lauf wäre natürlich mit ein bisschen Glück dabei. Sascha hat leider, glaube ich, einen Disconnect gehabt. Hat auch den Start verpennt, weil er die Ampel wohl nicht gesehen hat. Ich hatte einen sehr guten Start. Ich habe allerdings mich da irgendwo in der Mitte durchgequetscht. Und ja, dann lief es eigentlich ganz gut, bis ich auf den Andreas raufgelaufen bin, dem ich nicht mal leicht in die Tür gefahren. Sorry, ein bisschen spät gebremst. Aber ich bin dann später, hat er dann einen Fehler gemacht, konnte dann vorbeigehen und dann, wo die Lücke dann auch immer etwas größer. Ich habe nur geguckt, wo ist Alex, aber Alex war sehr weit hinten. Das ist richtig, ja. Ja, Ja, hat sich Sascha, entschädigt. ich würde den Sascha ganz gerne noch fragen, weil ich weiß nicht, ob er sprechen kann. Doch, Sascha, müsste da sein. kann Ja, ist ich da. ja, ich kann sprechen. ja, ich meine, auch ob du es willst. Ja, was war los? Disconnect, sagte Achim. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich hab halt, das hatte ich schon mal gehabt, dass ich einfach die Ampel nicht gesehen habe. Ich habe halt nur gemerkt, wie alle die Motoren hoch ja, gedreht haben. Dann sind sie halt losgefahren. Ich habe halt auch dann gleich Kupplung kommen lassen, bin losgefahren. War dann, ich glaube, auf 3 oder 4 und habe dann halt einen riesen Schlag bekommen. Habe aber im Replay dann gesehen,
der Dirk Sassmannshausen, habe ich mich reingefahren ist. Und ich bin plötzlich vor ihm aufgetaucht. Ich denke mal, dass ich irgendwie ein Leck oder sowas hatte. Also irgendwie sowas. Und ja, tut mir natürlich leid für die anderen Fahrer, die dann irgendwie dadurch ja, ihr Rennen halt dann versaut haben sozusagen. Ja, ich weiß nicht, was los war. Also tut mir echt leid, ja. Okay, gut. Wir wollten ja nur wissen, ob du da irgendwie, in welcher Form du da ausgefallen bist, weil das war ja schon sehr ungewöhnlich, weil wir hatten, wie Jens vorhin schon sagte, dich so ein bisschen auf Sieg gesetzt, weil du den Start einigermaßen hinkriegst. Aber gut, hat nicht sollen sein. Wollen wir mal hoffen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Und ich kann nur sagen, Leute, es war ein spannendes Rennen, aber ich befürchte mal, wir werden wohl so einiges, oder da wird es so einiges an Auswertungen geben. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es da nicht noch deutliche Verschiebungen in den Platzierungen geben wird. Aber gut, wir werden das sehen. Und wir sehen uns dann in Sandford am 21.01. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was dann dort abgeht, weil das ist ja auch nicht ganz ohne die Strecke. Und ich gar nicht. Das sagst du bei jeder Strecke. Ja. Nee, Brands Edge fand ich schon immer geil. Wenn ja. ich hier schon öfters gewonnen habe, ist sie einfach nur geil, die Strecke. Ich fand die geil. Ja. Aber okay. Das Antwort sind natürlich noch mehr Bodenwellen. Ja. Gut, wir werden sehen. Jens, es bleibt mir nur zu sagen, wieder vielen, vielen Dank. Das war mal wieder das, was ich hier gewohnt bin und was ich hier auch hören will. Und ja, oh, hier macht schon jemand, sehr schön. Ich muss auch gerade machen. Ja, der Server startet dann jetzt gerade eben mit Sandford. Also ihr könnt dann schon fleißig trainieren gehen. Ich freue mich drauf. Am 21. sehen wir uns hier wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und vielen Dank.